Für BMW-Szene TV verrät uns Sydney seine Lieblings-BMWs, BBS gewährt uns einen Blick hinter die Kulissen ihrer Radfertigung und Rennsportlegende Harald spricht mit uns über seine Anfänge und Erfolge im Motorsport. Zuerst aber erzählt uns Sydney von seiner Heimat und seinen Fans. Ich bin gebürtiger Dortmunder, allerdings habe ich eine zweite Heimat, Südafrika, Kapstadt. Dortmund habe ich auch hier tätowiert, ja? Skyline, so Comic-Style. Also das ist wirklich Herzenssache. Habe aber immer 3 Monate in Südafrika gelebt und 9 Monate in Deutschland, bis ich ungefähr 6, 7 war. Dann habe ich auch mal 2 Jahre am Stück in Südafrika gelebt und daher kommt auch dieser Multikulti-Einfluss bei mir. Ja. Aber treuer Dortmunder. Ja? Dortmund geht über alles. Ich bin ja hier in der Firma, dann bist du mit ganz normalen Sachen konfrontiert, Kase, mit Reklamationen mal, weil du was Falsches geschickt hast beim Shop oder wenn einer sagt, oh nee, das ist nicht ganz cool, wie ich mir das vorgestellt habe. Also das ist mal sehr schön zu sehen und wenn du dann irgendwie auf so Messen bist, dann denkst du dir, also irgendwie führst du so ein Doppelleben, weil einerseits ist es halt eben, dass du so bekannt bist und so erfolgreich bist, was sehr schön ist. Aber andersrum hast du halt dieses Geerdete hier und das finde ich sehr wichtig und will das auch gar nicht missen. Ich glaube, man muss einfach sich selbst treu bleiben. Wenn man auch mal schlechte Laune hat, das sieht man auch bei PS-Profi-Sendungen. Ja, wenn ich mal schlechte Laune habe, dann sieht man das. Also dann mache ich auch nicht einen Knopf, schalte ich einen Knopf um und sage, hey, gute Laune, alles cool. Da habe ich einfach schlechte Laune. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe auch ein BMW, ich habe sogar mehrere BMWs gehabt. Ja, ich habe sogar noch eine Limousine gehabt. Ich habe einen E36 Coupé gehabt, gezogene Kotflügel, M5 Räder. Das ist Pedro. Pedro ist mal was lauter, tut mir leid, müssen wir glaube ich nochmal machen. Ich habe mit 21, nee, ich habe sogar mit 19 meinen ersten BMW gehabt. Oder war ich schon 20? Da hatte ich einen E36 Limousine. Und da habe ich mir gedacht, schon mal gar nicht schlecht. Und da habe ich mich sogar gesteigert und habe einen Coupé gemacht. Habe einen 316er Coupé, ich weiß, der Motor, aber ich musste ja an meine Zatzen denken, ich hatte nicht so viel Kohle, aber habe ich schön gezogen, M5-Felgen drunter, war sehr cool. Boah, ich habe so viele Autos gehabt. Aber liegt nicht daran, dass sie doof waren. Es liegt immer daran, dann waren sie schön und dann kam einer und hat gesagt, ey Sydney, verkaufst du? Ja. Und so hat er sich dann immer durch, also ich habe auch manchmal Autos eine Woche gehabt. Man muss sich das so vorstellen, man hat das Auto, man hat seine Fantasie gehabt, das habe ich auch damals schon gehabt, hat das irgendwie umgebaut und dann kam halt ein Kollege und sagte, boah, guck mal, meine Eltern kaufen mir ein Auto, boah, das Auto ist cool. Und dann hast du halt ein bisschen Geld verdient. Und also ich finde super cool, ich meine, aber welcher BMW-Liebhaber mag es nicht? Ein M3 E30. Diese Liebe können wir nur erwidern. So hat uns Harald in der letzten Folge sein altes Arbeitsgerät M3 E30 vorgestellt. Was ich super geil finde, ist natürlich ein 202. Auch da sind wir dabei. Einen 2002 Ti haben wir uns auch schon angeschaut. Bei Nacht und in erstklassigem Zustand. Die zuletzt stark gestiegenen Marktpreise bringen uns allerdings zum Nachdenken. E30 ist ja das Gleiche. Oder jetzt, wenn man so ein 202 Ti, also den kannst du ja nicht mehr bezahlen. Einen richtig schönen, guten. Sowas würde ich auch gern haben. Also ich mag diese Youngtimer sehr, sehr gerne. Jetzt den Sprung zu der Neuzeit. Ich meine jetzt so ein M3, ja, E92, würde mir auch gut stehen. Sydneys Erinnerungen an sein E36 Coupé lassen es bereits anklingen. Der richtige Rädersatz ist das A und O beim Tuning. Eine der ersten Adressen in Sachen Leichtmetallräder ist die Firma BBS. Dank BBS können wir jetzt einen Blick auf ihre Produktion werfen. Schon bei dem Design und der Entwicklung wird darauf geachtet, Festigkeit und Gewicht zu optimieren. Die Qualität der Räder wird bei der Produktion von Abteilung zu Abteilung geprüft. In der Gießerei durch Spektralanalyse und Thermoanalyse. Das Material durchwandert dort mehrere Arbeitsschritte, bevor es im Niederdruckverfahren gegossen und ausgeformt wird. Am Ende dieser Arbeitsschritte wird es zur Qualitätssicherung geröntgt und kommt noch zu einer Sichtkontrolle. Im Flowforming und bei der Wärmebehandlung erhält das Material seine Festigkeit und Homogenität. In der anschließenden mechanischen Fertigung bekommt das Rad seine endgültige Form und es wird die Unwucht geprüft.
Im Finishing wird das Rad dann entgratet und geschliffen sowie am Ende dichtheitsgeprüft. Nach einem mehrstufigen Schleifprozess können die Räder gewaschen und lackiert werden. Auch hierfür sind mehrere Arbeitsschritte nötig, bevor das fertige Rad dann noch durch eine abschließende Endkontrolle muss. Der legendäre Ruf der Marke BBS ist nicht zuletzt auf das von Beginn an erfolgreiche Engagement im Rennsport zurückzuführen. Auch in der Motorsportabteilung von BMW hat die Zusammenarbeit mit BBS Tradition. Alle 4 BMW-Teams in der DTM 2016 sind auf BBS-Rädern unterwegs. Ebenso wie etliche Arbeitsgeräte von Rennsportlegende Harald Groß bereits mit BBS-Rädern ausgerüstet waren. Nach seiner Kraftfahrzeuglehre wurde Harald häufig von Freunden und Bekannten zu unterschiedlichen Rennen mitgenommen. Allerdings nicht als Rennfahrer. Und da ich ja ein bisschen vorbelastet war mit Autos, hat man mich dann immer gerne mitgenommen für ein Ticket und ab und zu mal ein warmes Essen. Habe ich Räder gewechselt, Scheiben geputzt, getankt. Eigentlich so Hilfestellungen. Und war aber auch mit dem Rennsport wirklich infiziert. Weil wir hatten in Essen einige Leute, unter anderem der Rüdiger Pfalz und der Peter Kuhlmann, die eigene Rennautos hatten und das hat mich schon fasziniert. Schnell nahm Harald selbst hinter dem Steuer Platz. Nach ersten Renneinsätzen im Renault R5-Pokal führte sein Weg direkt zu BMW. Und bin dann 1975 die damalige DRM, Deutsche Rundstreckenmeisterschaft, gefahren, am Nürburgring. Stell den 3 Liter CSL Pole Position und gewinn auch noch das Rennen. Also vom Renault R5-Pokal von, sag mal, 58 PS auf 480 PS, das war ja natürlich ein gewaltiger Sprung, aber ich habe es gut gemeistert. Ja, und ich weiß auch nicht warum, aber ich war auf Anhieb recht erfolgreich. Dann hat man meinen Motor kontrolliert auf Hubraum, die Gewichte und alles drum und dran. Aber wenn mir einer genau eine Frage gezielt stellt, warum ich auf Anhieb so durchgestartet bin und so erfolgreich war, ich habe keine richtige Antwort drauf. Auch heute noch fährt Harald regelmäßig, jetzt allerdings als Fahrertrainer für BMW. Und mit Alpina verbindet ihn eine besondere Geschichte. Ich war ja vor einem halben Jahr auf der 50-Jahr-Feier bei Alpina. Und Rüdiger und der Bovensieden, die hatten ein fantastisches Verhältnis. Und so sind auch meine ersten Rennen besiegelt worden. Ich fuhr ja unter der Bewerbung Pfalz Alpina. Und ich muss sagen, auf Anhieb war die Kombination erfolgreich. 1979 hat der Rüdiger dann erst den Rennstall erstmal auf kleine Flamme laufen lassen mit Amateurfahrern, die Geld mitgebracht haben. Ich war ja der erste und einzige Fahrer bei Pfalz Alpina, die kein Geld mitbringen mussten, sondern ich bekam am Wochenende noch eine Reisekostenpauschale von 2000 D-Mark, wo ich dann alles vom bestritten habe. Als junger Amateurrennfahrer war das natürlich eine tolle Geschichte. Ne? Und 20% Preisgeld. Ja. 24-Stunden-Rennen haben es Harald besonders angetan. Insbesondere am Nürburgring, wo er und seine Teamkollegen 2015 einen Klassensieg einfuhren. Ich bin weltweit der Einzige, der über 60 24-Stunden-Rennen auf dem Buckel hat. 61 insgesamt, davon 30 auf der Nürburgring-Nordschleife, was ich dieses Jahr bestritten habe und auch gewonnen habe, auf einem BMW-Werkswagen, auf einem 235i. Wo ich nicht so stolz drauf bin, dass ich nicht ein einziges gewonnen habe. Klassensiege, Führungskilometer ohne Ende. Teils selber Fehler gemacht, teils meine Kollegen, teils technische Gebrechen. Oder wenn wir alle keine Fehler gemacht haben, wie in Belgien und Spa, dann durfte ich nicht gewinnen, sondern den Teamkollegen den Vortritt lassen. Aber nicht nur wir finden, dass es ein echter Erfolg ist, so lange am professionellen Rennsport teilzunehmen. Auch in der nächsten Ausgabe des Magazins berichten wir über den aktuellen Rennsport und natürlich die neuesten BMW-Trends. Das Magazin erscheint am 12. Februar. Wir wünschen euch viel Spaß dabei.